Tag und ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Formrama-Video von mir. Ja, in diesem Video geht es um die Dinge hier, nämlich um die Stallmeister, besser gesagt um größtenteils Frachten, aber auch um Rätselstelle. Denn zum einen gibt es hier noch, ja, wenn das Video rauskommt, weiß ich nicht, aber zumindest gibt es den hier wieder, nämlich den Farm Express, wo man wieder Ställe eintauschen kann und dafür sich einmal hier den hier neu für 1000 im Gegenwert holen kann. Die mysteriöse Fracht für die Farm, die bringt neu den Gemsestall 3 Rot, beziehungsweise für mich bringt er eigentlich noch deutlich mehr neu, denn auch hier die Dinge habe ich größtenteils auch nicht. Und auch für die Insel neu einer mit dabei, und zwar der hier hat nur Gegenwert von 750 mit der H-Gel-Fabrik. Ja, und auch einigen anderen, die ich wahrscheinlich auch neu dazu bekommen werde, hoffe ich zumindest. Zusätzlich habe ich noch ein paar Rätselstelle im Inventar gehabt. Ich habe ja auch hier raufgeklatscht, auch ein bisschen bunt durchgemischt und das gleiche auch auf der Insel. Von daher, los geht's, meine Ausbeuter. Wir beginnen mit, oh ja, einen Dachsbau, 3 Rot, und darüber freue ich mich natürlich besonders, denn, ja, den habe ich nicht. Dann geht es weiter mit einem Chamäleonstall, 3 Rot, okay. Dann ein Schmetterlingshaus, 2 Orange. Das ist hier wieder ein Rätselstall Tartan mit der Ameise möglicherweise. Oder ein Rotkehlchennest. Aber selbst das, glaube ich, habe ich noch nicht. Das ist jetzt natürlich der Vorteil, daher ich ja etwas seltener spiele. Formulieren wir es mal so, habe ich oder kann ich mich jetzt über richtig viele neue Ställe freuen. Ja, hier Upgrade 3 Rot habe ich interessanterweise. Hilft mir wenig, jetzt habe ich immerhin auch den Grundstall. Sehr schön. Dann noch ein Rätselstall, Tartan bringt. Storchen ist 2 Orange. Dann Rätselstall, Zentangle. Sehr schön, ein Meerschweinchenstall. Auch das habe ich erst jetzt hier zum ersten Mal bekommen. Dann weiter Rätselstall, Tartan mit noch ein Storchen ist 2 Orange. Und jetzt kommt ein Rätselstall, Pünktchen. Noch ein Meerschweinchen, okay, und Rentier 2 Orange. So, dann geht's weiter mit den Frachten. Es geht weiter mit Hirschkäferstall 3 Rot. Auch das hatte ich noch nicht. Dann, oha, oha, Jagdstall 3 Rot. Hatte ich ebenso noch nicht. Also ich kann ja fast nur neu bekommen. Ja, siehste, habe ich schon wieder verschrien. Entendeich 3 Rot. Dann noch ein Dachsbau 3 Rot und der letzte auf der Farm bringt mir einen pinken Stall. Ja, den nehmen wir noch mit. Ein Eselstall 4 Pink. Okay, bin ich zufrieden. Ich habe doch einige bekommen, die ich noch nicht hatte. Ich habe jetzt 2 Meerschweinchen. Ich habe einige rote Upgrades. Ich habe unter anderem auch hier ein Rotkehlchennest. Ich kann mich freuen. Dann noch auf die Insel, denn auch hier habe ich noch ein paar versteckt. Ja, das sind auch noch ein paar hier. Und zwar auch hier wieder durchgemischt, es sind größtenteils Frachten und auch ein paar von den Rätselstellen mit dabei. In diesem Sinne, los geht's mit Tiki Rätselstelle Kleeblatt. Und einem. Huch, auf der Insel dauert es wieder länger. Das erhöht wieder die Spannung. Und die Dauer dieses Videos. Elefantengehege, 2 Orange. Ach du meine Güte, es lief so schön bisher. So, ich mache jetzt hier 2 aufeinanderfolgende. Einmal ein Fracht und einmal ein Rätselstall. Beschert mir einmal. Ui, ja, ja, ein Zebra. Sehr schön, hatte ich noch nicht. Und Bikini-Betrieb, 2 Orange, kann ich gleich wieder in den Farm-Express schmeißen. Okay. So, dann gleich in dieser Art weiter ein Rätselstall und eine Fracht. Bringt mir einmal ein Anaconda-Gehege, 3 Rot und ein Stäbchen-Trichslerei, 2 Orange. Ja, bisher erst, ja, eigentlich ein wirklich guter Stall dabei, das Zebra. Wenngleich Anaconda 3 Rot ist jetzt auch nicht so schlecht. Dann die nächsten 2 Frachten. Da haben wir, uiuiui, was bist du denn? Eine Luftblasenproduktion. Erzeugnis vom Axolotl. Sehr schön, hatte ich auch noch nicht. Und ein Totem-Schnitzerei. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das schon habe oder nicht. Dann Reißzahnbürsterei. Das dürfte meine zweite, glaube ich, sein. Und ja, eine Erdnussbutter-Quetscherei. 2 Orange. Weiter geht's. Aber mit was geht es weiter? Es geht weiter mit
Einen weiteren orangen Upgrade. Und einen roten Panda 1 gelb. Naja. So, wo bleiben die Pinken? Wo bleiben die Pinken Ställe? Da haben wir einmal einen Mantarochen. Das freut mich sehr. Und auch ein Nashorn. Das freut mich auch sehr. Denn ich glaube, die habe ich beide noch nicht. Ja. Einmal nicht und zweimal nicht. Aber jetzt habe ich sie. Sehr schön. So, da waren es nur noch drei. Meine letzte Fracht wird ein. Noch ein Luftblasenproduktion, okay. Und ein Ameisenbärgehege, 1 gelb. Ja. Und der krönende Abschluss. Der krönende letzte Stall muss natürlich ein gelbes Upgrade sein. Vom roten Panda-Gehege das Upgrade 1 gelb. Ja, das war meine Ausbeute. Summa summarum bin ich wahrscheinlich einigermaßen zufrieden. Für andere wäre es wahrscheinlich weniger eine gute Ausbeute gewesen, aber ich habe jetzt einfach einige Stelle gekriegt, die ich vorher noch nicht hatte. Auf der Farm bin ich etwas mehr zufrieden, auf der Insel lief es, naja, wieder mal sehr orange ab, wie man sieht. Aber summa summarum, ja, sind es keine gekauften, sondern mehr oder weniger von den Events und so angesparten Stelle. Von daher freue ich mich, das war meine Ausbeute. Was habt ihr so bekommen bei den Farm Express? Habt ihr euch welche geholt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Es folgt, denke ich mal, ich schaue mal kurz rein, aber ich dürfte, denke ich mal, ein paar Rätselbäume auch noch auf Lager haben. Ja, da geht noch was und da glaube ich sogar, aha. Vielleicht kommt dann die Tage dasselbe auch nochmal für die Bäume. Danke fürs Zuschauen. Hier zum Schluss noch ein paar weitere Videos verlinken, ein paar weitere Ausbeuten. Könnt ihr gerne reingucken, wenn ihr Lust drauf habt. Und damit bis zum nächsten Video.